War Richard am Ende älter, als er behauptete? Die Gerüchte verdichteten sich immer weiter und so ließ er sich nicht nur auf Steroide testen, sondern auch über eine Knochenuntersuchung sein tatsächliches Alter feststellen. Die Ergebnisse verblüfften die Skeptiker. Ich hatte 3 Dopingtests und einen wegen meines Alters und ich habe alle bestanden. Wenn jemand behauptet, dass ich Dopingmittel nehme, werde ich sehr wütend. Das sagen die Leute nur, weil sie nicht verstehen, wie man einen solchen Körper haben kann, wenn man so jung ist wie ich.